Hallo, ich bin der Cookie und ich muss im Stehen im Sitzen machen, weil ich viel zu groß bin. Mein Debüt bei im Stehen, im Sitzen und ich habe mir sagen lassen, ihr habt Sachen eingeschickt und ich muss sagen, ich möchte jetzt einen Zettel ziehen. Ich möchte jetzt einen Zettel ziehen. Musicals. Ah, das perfekte Thema für mich. Ich war mal in We Will Rock You. Kennt ihr das? Ja. Ja? Also ich meine, den Namen kennt man natürlich. Von Queen damals geschrieben, glaube ich. Ganz großartig, hat mir sehr gut gefallen, obwohl ich sonst überhaupt keine Berührungspunkte mit Musicals habe. Ich habe auch tatsächlich keine Ahnung. Ich würde mir gerne König der Löwen mal angucken. Aber die Scheiße ist ja in Hamburg und nach Hamburg zu fahren und da mal ein Wochenende zu pennen, ist scheiße teuer, sage ich euch. Ne? Ich habe mal nachgeguckt, aber das kann ja keiner bezahlen, der nicht Geld verdient. Und ja, ansonsten, was gibt es denn noch so für Musicals? Es gibt, ich weiß nicht genau, Phantom der Oper, ist das ein Musical, Leute? Phantom der Oper. Der Oper. Oper! Ich dachte, das wäre das Das mit. ist kein Oh. Titel, nicht Phantom der Oper. Ah! Ah! So wie Ich Oma. dachte Oma, Opa. Phantom. Phantom der Oma. Phantom der Oper! Okay. Das ist ein Bettelname. Ja, Cats gibt's noch. Cats ist ein Musical, das weiß ich, aber ich habe keinen Schimmer, worum es da geht. Ich tippe mal Katzen, aber was sie machen, ist das so Aristocats-mäßig oder? Keine Ahnung, warte, es gibt dann noch. Gibt's. Starlight Express. Oh, den Starlight Express! Starlight Express! Wunderschön. Wollte ich früher mal hin, weil ich früher gerne Inliner, Rollschuhe, Inline-Skater gefahren bin. Konnte ich früher tatsächlich ganz gut, habe ich letztens nochmal probiert, ging voll in die Hose, habe mich voll hingemault, mache ich nie wieder. Dafür bin ich einfach viel zu alt mittlerweile, obwohl ich noch jung bin. Ja. Und sonst? Dirty Musical. Dancing. Ach, Dirty Dancing. Hair. Was? Haare auf Englisch. Hair. Ach Gott. Herr, sagt er. Ja. Also, wie gesagt, das ist das schlechteste Thema für mich zum Einsteigen, weil ich da gar keinen Plan von habe. Es gab doch mal, es gibt doch in Köln gibt es doch auch immer Musicals, ne? Das weißt du, Sepp. Direkt am Hauptbahnhof. Da habe ich We Will Rock You damals gesehen. Mit dem, mit den Holländern aus dem Austausch. In der 9. Klasse. Vorletzte Woche. Vorletzte Woche, ja. Es kommt mir so vor, als wäre es erst vorletzte Woche gewesen. Da war aber vorher oder ist jetzt gerade, was ist da jetzt gerade drin? Bodyguard. Bodyguard, wusste ich doch. Ja. Ist das das mit dem Film mit Ja. Whitney Houston? Okay, alles klar. Also auch ganz viel schnulzige Musik und Liebesgeschichte und so und Drama und ach Gott, nee, Leute, hört mir auf mit sowas. Ja, ansonsten Musicals, Musicals. In Sydney gibt es. Nee, das ist ein Operngebäude, ne? In Sydney ist da. Das spielt der Opa der Phantom bestimmt auch. Ja, Kulturprofi und. Cookie. So, komm, reicht. Gibt nichts mehr. Gibt nichts mehr, alles klar. Die Redaktion, die bestimmt nicht aus Sepp und Mike besteht, sagen mir gerade, dass es jetzt reicht. Also, höre ich einfach auf. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Hashtag Stegreif, schickt uns mal Begriffe. Bitte irgendwas, von dem ihr ansatzweise euch vorstellen könnt, dass ich da ein bisschen Plan von habe. Dankeschön. Bernhard, die Baustellenlampe und ich gehen jetzt mal ein bisschen Kultur nachholen. Nicht im Gebäude im Sydney in der Oper. Und ihr schickt jetzt bitte neue Begriffe, damit ich mich nächstes Mal nicht mehr so blamieren muss. Dankeschön. Guckt euch die anderen Folgen an, guckt euch andere Videos an, aber vergesst dieses Video ganz schnell wieder.